Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Rage. Ja, wir sind immer noch hier im der Idee, dass ich beim Endlosmodus 200 Punkte mache, beziehungsweise Gebäude zerstöre. Deswegen fange ich hier auch direkt an. Loszulegen und quatsch gar nicht mehr lange. Denn für 200 Gebäude brauche ich mindestens 15 Minuten, wenn nicht sogar länger. Und ich muss auch schon sehr früh sehr viel Schabernack treiben, damit ich auch viele Sachen früher triggere. Zum Beispiel, dass mehr fressbare Sachen auf der Fläche sind. Mehr Gebäude schneller gebaut werden und so weiter. Ich habe mir dann ein Video angeguckt, das war leider nur russisch, aber da wurde richtig viel gezeigt von dem Spiel. Erst recht hier im Endless-Modus war der eigentlich relativ schnell mit ein paar Sachen durch. Also es gab auch einige Errungenschaften, die aufploppten bei ihm. Ich weiß nicht, ob bei mir die aufploppen immer, ich habe die, glaube ich, nicht in der Aufnahme drin, falls doch, danke an der Stelle an mein schlaues Steam-Overlay, was gesagt hat, es bleibt drin, ne? Ja. Wie gesagt, es ist hier die Sache, ich muss halt relativ viele Drachen haben. Und ich muss immer sehr schnell in den Dragon Rage kommen. Weil, wenn ich da drinne bin, dann kann ich auch ein bisschen mehr Bonuspunkte machen. Mit verschiedenen Aktionen. Und somit natürlich auch einiges mehr ausrichten auch. So. Aber natürlich geht es nicht um die Punkte, sondern oben rechts seht ihr die Gebäudeanzahl. Und da muss heute eine 200 stehen. Tut es das nicht, bin ich enttäuscht. Na gut, bin ich ja sowieso meistens dann enttäuscht davon. So. Und da ist das nächste Ei. Gebäude sind schon mal. Das nächste Ei füllt sich auch einmalig relativ schnell auf. Ach ja, das habe ich auch noch vergessen, Sabin. Umso mehr Drachenbabys auf Deutsch auch herumfliegen, umso weniger werde ich von diesen Sachen hier ganz blöd gesagt betroffen. Klar, es ist natürlich blöd, wenn ich dann natürlich dann irgendwo hängen bleibe. Zitat hier zum Beispiel bei den ganzen Eiszaubern und Speerwerfern. Aber wenn ich das hinter mir habe wieder und dann nochmal wieder ein Ei habe und wieder ein Ei, dann können die halt nicht mehr sich auf mich fixieren. Als Zielscheibe. Thank you.
ja, ja. So, und schon haben wir gleich die 100 erreicht, die ersten. Ich hasse das, wenn er mich da festtackert, auf Deutsch. Dann habe ich mich immer noch nicht ganz gewöhnt. So. Ach komm. Oh Gott, jetzt ist auch noch meine Katze hier oben. Also unsere Katze, meine Eltern und meine. Und miaut auch noch hier oben herum. Ich hoffe, dass das nicht stört euch, wenn das ein oder andere Miauen da drin ist. Aber doch, verpisst euch, ihr Hundemenschen. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist bloß ein bisschen unpraktisch manchmal, wenn Katzen auf einmal auftauchen und man damit nicht rechnet. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckt gerade durch unsere Katze. Ach, komm. Ich muss da hinten zur Prinzessin. War das, glaube ich, jetzt am Anfang mal? Genau, ja. So. Und ja, wie gesagt, der Tipp am Anfang ist ja ganz gut, aber wenn man irgendwann keine Drachenbügel mehr hat, ihr merkt es, dann wird es halt echt ganz schön rabiat. Beziehungsweise so gut wie unmöglich. So. Ich mach hier erstmal einen auf Party. So, schön das Drachenei beschützen erstmal. Auf, dass ich natürlich dann dementsprechend hier wieder einen Ablenkungsdrachen habe. Nee, komm. Zweimal so eine Kuppel. Nein, danke. Na gut, wie dem auch sei. Hallo? Nee, es ist hier fünfmal so eine Kuppel. Jetzt reicht's aber endgültig, ne? Ich glaube, ich spinne ja wohl. Ey, jetzt reicht mir aber hier. Okay. Wir kommen irgendwie vom Fleck. Frag mich nicht wie. Komm, komm, komm. Ich will die Kuppel da drüben nicht direkt wieder zerstören. Da ist sie. Oha. So. Hier sind Donnerkuppeln, das kann ich nicht ab. Okay.
Ja, komm, komm, komm. Her hier. So. Ich bin ja froh, dass ich jetzt schon immerhin 121 habe. Ihr wisst Bescheid, 200 ist das Ziel. Und das schaffe ich auch diesmal. Durch diese ganzen Tricks, die ich mir halt abgeguckt habe auch. Ist ja klar, man muss ja auch manchmal abgucken, wenn man selber nicht mehr weiterkommt, als man kommen kann. Alter, so fucking viele, die mir hier jetzt auf die Länge gehen von den Speerwerfern, Speerwurfmaschinen. Aber das bringt irgendwie immer noch nichts. Der eine Trick mit den hin und her gucken und dann gleichzeitig essen. Das funktioniert manchmal einfach gar nicht. So. Und wie gesagt, ich habe welche gesehen, die haben hier 1000, 2000 Gebäude schon zerstört. Also die haben wirklich ungefähr solche 2-Stunden-Parts gemacht auf Deutsch und haben das runtergecuttet. Haben die auch ehrlich nochmal gezeigt, wie das dann aussieht am Ende. Und ja. Da sieht man aber auch, dass dann die Gebäudezahl in hunderten da Schritten oder sowas raddert, weil halt ziemlich viel gecuttet wird. Heißt, nur die Rages, die ich hier mache, quasi werden angezeigt. Oh, 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 oh. Erstmal treffen. Oder ja, wir schieben das, naja. Alter, ich will. Meine Friese. Oh Gott, okay, das war jetzt extrem knapp, Leute. Das habt ihr auch gesehen, ne? Das war, weil da nur Speerwerfer am Ende waren. Und ich natürlich dann dementsprechend nicht mehr wegkam vom Fleck. Okay. Es wird halt jetzt wieder der kritische Abschnitt. Zitat, ich muss gucken, dass ich... Ah. Alter, ich muss diese ganzen Speerwerfer loswerden. Sonst ist es bald um mir geschehen. Und ich brauche wieder einen Rage. Sonst ist sowieso allgemein um mir geschehen. Jetzt erstmal einen Rage sammeln. Was? Hä, ich bin gar nicht Game Over. Das ist doch nicht wahr. Okay, ich bin enttäuscht. Sehr stark enttäuscht. Ihr wisst, ich habe beim letzten Mal 175 gehabt. Und das war jetzt auch wieder hier ein Akt. Ich stelle erstmal den Timer zurück. Na gut, das sollte erstmal der letzte Part gewesen sein für diese Woche. Denkt daran, wenn kein Paladins kommt, habe ich derzeit Probleme mit dem PC. Ich hoffe, ich schaff's aber vorher noch, dass mein PC wieder 1A läuft. Ansonsten macht euch nichts draus. Ich werde wiederkommen.
Euer Schaus, haut rein, habt eine Show, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Schaus, haut rein und ciao.